Come everybody. Trust the flow and you trust your heart. Cherish your love and make a new start. Hallo, ich bin Burkhard Tickisch und ich zeige dir jetzt, wie du einen einfachen, klassischen grünen Smoothie erstellst. Ein grüner Smoothie besteht aus Früchten, aus grünen Blättern und aus Wasser und aus sonst gar nichts. Und zwar im folgenden Verhältnis: 50% Früchte, 50% grüne Blätter, der Rest Wasser nach Belieben, wie cremig oder flüssig man es haben will. Die Mengenangabe ist bezogen auf diesen Mixbehälter. Und zwar bedeutet 50% die Hälfte, die ich gleich mit Früchten fülle, und die andere Hälfte mit den grünen Blättern. Die Zutaten sollten alle aus dem Bioladen stammen, denn wir benutzen alles. Es bleibt ja kaum Abfall beim Smoothie übrig und deswegen sollte schon die beste Qualität in den Mixer wandern. Ich habe hier einen Hochleistungsmixer, der die Sachen sehr schnell, sehr fein macht. Wenn du zu Hause noch nicht so einen Powermixer hast, musst du die Sachen dementsprechend mehr zerkleinern, als ich das gleich tue. Ich fange jetzt mal an, die Äpfel zu zerschneiden. Der Stiel bleibt übrig, denn der ist nur Holz, ohne viel Nährwert. Bei den Äpfeln reicht es, sie einfach zu vierteln. Jetzt kommt noch die Birne dazu. Wichtig ist, dass die Früchte reif sind und die grünen Blätter frisch. Denn wir wollen ja wirklich eine optimale Vitalstofffülle haben. Ja, jetzt siehst du ungefähr ganz schön, dass der Behälter bis zur Hälfte gefüllt ist mit leckeren Früchten. Jetzt tue ich oben drauf Feldsalat. Eignet sich immer gut. So. Ich nehme auch einfach die aus der Packung. Ein bisschen stopfen. So. Jetzt kann man sehr schön sehen, halbe halbe. Jetzt nehme ich Wasser und ich gieße meistens Wasser so bis zur Hälfte, aber das hängt von den Zutaten ab, wie wässrig die schon sind oder wie viel man sonst noch dazu machen sollte. So, das war's auch schon. So schnell wird ein grüner Smoothie hergestellt. Jetzt stelle ich den Mixer an, der hat hier eine Voreinstellung. So. Und naja, Deckel natürlich nicht vergessen, sonst müssen wir den grünen Smoothie von der Decke lecken, das wollen wir nicht. Also, los geht's! Jetzt ist er fertig. Jetzt schauen wir mal. Muss ich den Behälter öffnen? Oh, riecht fantastisch. Ja, das war's auch schon. So schnell wird ein grüner Smoothie zubereitet und schmeckt und versorgt dich für den ganzen Tag mit besten Vitalstoffen. Okay, alles Gute.
is your conclusion about reality? What do you think this world really is?